In der Devisenbörse begrüße ich heute ganz besonders Oliver Bossmann von ETX Capital. Herr Bossmann, die Lage für den Euro hat sich in den letzten Tagen doch relativ dramatisch zugespitzt. Ist denn das Umfeld in den USA tatsächlich so viel besser? Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Also ja, Sie haben recht, der Euro sieht angeschlagen aus, zumindest von der technischen Seite aus gesehen. Und dazu kommt noch, dass wir immer wieder mitbekommen, dass von politischer Seite in Europa ja die Forderungen laut werden, eine expansivere Geldpolitik zu betreiben. Also das richtet sich natürlich an die EZB. Die Inflationsdaten geben das natürlich her und auch die wirtschaftliche Situation, die konjunkturelle Situation in der EU ist halt eben auch relativ bedenklich. Von daher macht das irgendwo Sinn, nur der EZB da in die Geldpolitik zu sprechen und den Euro schwach zu reden. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Und in dem Zusammenhang könnte man heute vielleicht noch anmerken, dass wir heute vier Pressekonferenzen haben von EZB-Ratsmitgliedern. Und da könnte man ja vielleicht Impulse erwarten. In den USA sieht es meiner Meinung nach schon viel besser aus. Also zwar auch von den Inflationsraten her kein Bedenken. Also wir haben keine Inflation, die irgendwie aufflackert oder am Horizont zu sehen ist. Aber letzten Endes sieht man doch hier, dass wir in diesem geldpolitischen Zyklus schon weiter fortgeschritten sind. Während die EZB jetzt zuletzt eben ja auch Zinsen gesenkt hat und schon auch angedeutet hat, dass sie bereit ist, expansiver zu agieren, haben wir in den USA natürlich demgegenüber die Diskussionen über QE3 und das Kaufprogramm der Fed, ob wann das eingestellt wird, ob das abgeschwächt werden soll. Also von daher sehe ich die Situation in den USA schon positiver als in Europa. Bleiben wir bei USA. Es gibt ja heute Nachmittag noch Konjunkturdaten. Gibt es da nochmal Impulse kurzfristiger Natur? Ja, wir haben heute noch das Konsumentenvertrauen der Universität Michigan auf der Agenda. Ich tippe jetzt mal darauf, dass es keine großen nachhaltigen Impulse gibt. Wir hatten in den letzten 2 Tagen keine guten Konjunkturdaten aus den USA, das muss man so ganz klar sagen. Also der Markt hat das bis jetzt relativ peripher zur Kenntnis genommen, wenn man sich den Euro-US-Dollar anschaut. Und ja, was war da los? Also zum einen die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung waren wesentlich höher als erwartet. Das war schon mal schlecht. Die Baubeginne sind extrem schlecht ausgefallen mit minus 16%. Und ja, das sind so Sachen, auf die man achten sollte jetzt in nächster Zeit, wie sich die konjunkturelle Situation entwickelt. Wir haben natürlich dann auch noch das Damoklesschwert der Schuldenkonsolidierung in den USA über der Wirtschaft schweben. Also ich bin eigentlich relativ positiv für die amerikanische Wirtschaft, aber die Daten jetzt zuletzt haben doch schon enttäuscht. Bislang hat der Euro-US-Dollar aber noch nicht stark reagiert darauf. Was für Marken sind denn jetzt besonders wichtig? Ich sagte ja eingangs, wir waren lange Zeit in der Komfortzone zwischen 1,30, 1,32. Davon sind wir doch relativ weit entfernt. Was ist denn jetzt, wo liegt denn die nächste Unterstützung? Also Unterstützung sollte der Euro-US-Dollar, wenn man auf der Long-Seite positioniert ist oder mit dem Gedanken spielt, Unterstützung sollte der Euro-US-Dollar-Kurs auf jeden Fall in dem Bereich 1,2750 bis 1,2650 finden. Also das ist eine wichtige Zone. Ich denke mal, die ist auch im Fokus des Marktes. Die wird ja auch immer wieder genannt und hier wird sich, denke ich mal, entscheiden, ob der Euro-US-Dollar in dieser relativ breiten Seitwärtsrange verharrt, zwischen 1,2650, sage ich jetzt mal unten, und 1,32 oben. Ja, das sind so die Marken, auf die man achten sollte. Jetzt müssen wir noch schnell unsere Weltreise weitermachen. Wir wollen noch nach Australien und nach Japan. Da gab es gestern Okay. BIP-Daten, die haben überzeugt. Heute gab es Aufträge im Maschinenbau, auch deutlich gestiegen. Was macht der Yen? Also aktuell jetzt jüngst hat er nicht groß reagiert auf diese Daten, aber schon zuvor, ich denke mal, da hatte schon etwas vorweggenommen der Dollar-Yen-Kurs, also der Yen schwächelt weiter.
Ja, es gab jetzt zuletzt auch eine große Investorenumfrage von Bloomberg. Ich hoffe, ich darf das hier sagen. Da wurde Japan an Nummer 1 gesetzt im Bezug auf positive Aussichten für Investoren. Und das spricht eigentlich schon sehr stark weiterhin für einen schwachen Yen. Und dann die Abenomics, so wie sie zuletzt genannt werden, also die Politik des Premierministers Abe kommt auch gut an und es scheint sich da was zu bewegen. Also diese Konsumschwäche, der Konsum scheint so ein bisschen zu erwachen, aus der Lethargie zu erwachen. Diese Deflationsszenarien scheinen sich ein bisschen zu lockern. Selbstverständlich dürfen auch andere Sender genannt werden. Die tun das ja auch und zitieren das deutsche Anlegerfernsehen, das DF. Oliver Bossmann von ETX Capital. Vielen Dank für das Interview Vielen heute. Dank.